Urdhva-Padma Mukha Bhusparshasana ist eine Variation des Pfaues mit im Lotus und mit Mund am Boden. Ausgangsposition ist der Lotus. Von hier hebst du das Becken hoch, du gibst die Hände auf den Boden und die Ellbogen in den Bauch, aber die Rippen sind auf den Oberarmen. Du gibst den Mund auf den Boden und hebst dann die Knie hoch. Gib den Kopf weit genug nach vorne, sodass du im Gleichgewicht bist. Urdhva Padma heißt übrigens erhobener Lotus oder Lotus oben. Mukha heißt Gesicht, Bhu heißt Erde, Sparsha heißt berührend. Mukha Bhu Sparsha heißt, das Gesicht berührt die Erde. Urdhva Padma Mukha Bhu Sparshasana ist die Bezeichnung in dem Buch in dem Buch First Steps to Higher Yoga von Sri Yogeshwaranand Paramahamsa. Und er sagt, diese Übung stärkt die Nerven im Nacken und im Gesicht. Sie beseitigt alle Schwäche aus dem Brustbereich und macht die verschiedensten Teile des Körpers wirklich stark. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch oder gefällt mir klicken. Und wenn du die Stellung beherrschst, dann schreib's doch in die Kommentare. Gehört durchaus zu den fortgeschrittensten Übungen überhaupt. Selbst Fabian, der hier die fortgeschrittenen Asanas kann, konnte sie jetzt nicht zu lange halten, was aber hauptsächlich daran liegt, dass er jetzt schon seit 1,5 Stunden eine anstrengende 2-Hand-Armstellung macht nach der anderen.